Hallöchen, herzlich willkommen zu dem Lunchflow heute am Mittag. Was wir heute machen werden, sind viele Twists. Das heisst, wir werden viel rotieren aus dem Zentrum. Gleichzeitig werden wir aber auch noch ein bisschen um die Hüfte herumarbeiten. So, dass wir uns nachher ein bisschen ausgeglichen fühlen, alle Körperbereiche natürlich auch werden mit einbeziehen in unsere Yogastunde heute. Wir starten heute auf dem Rücken. Das heisst, ihr könnt euch jetzt mal hinlegen. Vorschlag wäre im Supta Konasana. Das ist mit den Fußsohlen, die aufeinander kommen und den Knie, die sich zur Seite öffnen. Der Rücken ist flach am Boden. Wenn euch das jetzt in den Knien oder in den Hüften intensiv ist, dann könnt ihr einen Block unter die Seite tun, den ihr spürt. Mit den Armen sind ihr frei, ihr könnt sie einfach am Körper entlang haben, ihr könnt sie auf dem Körper platzieren oder ihr könnt sie auch den Ohren entlang ausstrecken, dann habt ihr noch mal ein bisschen mehr Öffnung in den Schultern. Wenn ihr dann so eure Haltung gefunden habt, wo ihr für einen Moment könnt bleiben könnt, könnt ihr dort die Augen schliessen. Und dann nehmen wir euch den ersten Moment, um ganz bewusst anzukommen. Da gibt es verschiedene Werkzeuge dafür. Und wenn wir gerade so auf dem Rücken starten, dann könnt ihr vielleicht mal bewusst Berührungspunkte von eurem Körper zum Boden wahrnehmen. Wenn wir wahrnehmen, welche Bereiche ein bisschen schwerer sind, wo die Druckstelle feiner ist. Dann beobachtet einmal eure Atmung. Ihr müsst sie noch nicht vertiefen. Für den Anfang erstmal die ganz natürliche Atmung wahrnehmen. Dann können wir langsam mal eure Atmung zu vertiefen. Dann etwa 3 bis 5 Sekunden einschnaufen. Und 3 bis 5 Sekunden wieder ausschnaufen. Dass wir eine tiefe, bewusste und regelmäßige Atmung bekommen. Das ist auch die Atmung, wo wir die ganze Stunde möchten beibehalten, bis wir am Ende der Stunde dann im Shavasana ankommen. Bis dorthin, wirklich in diesem Rhythmus, weiter schnaufen. Bleiben noch ein paar Atemzüge hier auf dem Rücken, sodass wir die Atmung wirklich verinnerlichen können, bevor wir uns bewegen können. Schon zu dem auch bereits die erste hüftöffnende Pose, die wir heute praktizieren. Und vor allem die Innenseite der Beine, die wir hier spüren. Gut. Bringt dann langsam eure Hände raus an eure Oberschenkel und helft den Knie nach innen, damit die Beine zur Unterstützung bekommen. Und dann könnt ihr hier für einen Moment die Knie zu der Brust nehmen und wie so ein bisschen über euren unteren Rücken rollen, sei das, dass ihr dann mal einfach von rechts nach links schaukelt oder auch Kreis zeichnet. Und einfach so ein bisschen den unteren Rücken massieren. Nehmen wir dann von hier aus die Hände zu beiden Seiten auf Schulterhöhe und eure Schienbein parallel zum Boden. Der untere Bauch zieht dann nach innen. Ihr seht jetzt, wenn überall ungefähr ein 90 Grad Winkel. Wenn euch das jetzt aber im unteren Rücken zu fest zieht, dann kann ihr das Knie auch ein bisschen näher zu der Brust ziehen. Werdet ihr dann gerade sehen, es nimmt etwas die Intensität raus. Gut, nehmen wir dann hier Einatmung und beim Ausschnaufen tun wir die Knie auf die rechte Seite den halben Weg absenken. Beide Schultern bleiben am Boden. Mit der Einatmung kommen wir wieder zurück ins Mitte. Und dann ausschnaufen über nach links. Einschnaufen Mitte. Dann machen wir das ein paar Mal für euch in eurem eigenen Atemrhythmus. Und der erste Twist, den wir zusammen machen. Aber auch ein aktiver Twist. Also wir brauchen wirklich die
Rumpfmuskulatur und die Bewegung zu machen. Legen die Knie nicht einfach ganz passiv am Boden ab, wie man das sonst auch gerne von dieser Position aus machen. Auch hier, wenn ihr jetzt merkt, es ist doch ein bisschen zu viel Druck im unteren Rücken, ziehen die Knie näher zu der Brust. Wenn ihr das Bedürfnis habt, strenger zu praktizieren, dann könnt ihr die Beine auch ausstrecken. Das hat jetzt natürlich eine größere Hebelwirkung, ich muss mehr arbeiten. Aber auch hier, wenn es zu viel Druck gibt, passen wir an. Jede Seite noch einmal. Gut, und dann kommen wir in der nächsten Ausatmung in ein Happy Baby, nehmen die Knie breiter als der Brustkorb. Gewisse greifen die Aussenkanten von den Füßen, es ist aber der Anfang von der Stunde. Das heißt, vielleicht sind sie jetzt auf die Fußgelenke oder die Knie kehlen. Alles gleich gut. Auch hier, wenn wir einfach noch mal ein bisschen die Hüfte vorbereiten für den Rest, der kommt. Und gleichzeitig können wir, wenn ihr möchtet, auch ein bisschen über den Rücken rollen. Ihr könnt Bein ein bisschen mehr strecken, es muss also kein statisches Happy Baby sein, sondern mehr so eine Pose, um in verschiedene Strukturen bei den Hüften zu kommen. Und einfach den Körper ein bisschen vorbereiten. Schnaufen aus, ziehen den Knie zu der Brust, rollen ein paar Mal über die Wirbelsäule. Und vielleicht noch ein bisschen Schwung nehmen und dann können wir über die Knie rollen und auf alle Vieren kommen. Und bleiben nicht lang, wenn ihr aber sensible Knie habt, können ihr natürlich Deckel unter die Knie legen, damit ihr zwei haben. Die Hüften sind über die Knie ausgerichtet, die Schulter über die Handgelenk, der untere Bauch kann ihr leicht nach innen ziehen. Und dann gehen wir mit der nächsten Ausatmung in ein Katzenbuckel, ihr werdet rund, nehmen das Kinn zur Brust. Und im Einschnaufen lasst ihr den Bauchnabel zum Boden gleiten, hebt die Brust an, schaut führen, vielleicht sogar auf. Und dann macht ihr das ein paar Mal für euch mit eurer Atmung. Immer abwechseln zwischen Katzenbuckel und einem Kuhrücken. Auch das nochmal eine Abfolge zum Atmen und Bewegung zusammenzuführen, zu synchronisieren. Das bedeutet auch, dass ihr euch wirklich die ganze Zeit, die ganze Länge von eurer Ein- und von eurer Ausatmung können Zeit nehmen, um von einer Pose in die nächste zu wechseln. Und wenn wir dann das nächste Mal ausschnaufen, dem Katzenbuckel, können wir von Kreiszeichen mit dem Brustkorb, nehmen wir nach rechts, nach links, offen und runter. Und ganz euch überlassen, über die Bewegung so ein bisschen isoliert machen aus dem Brustkorb oder aber die Hüfte, die Arme, den Kopf noch ein bisschen mit einbeziehen. Und dann wechselt die Richtung. Es dürfen auch ein bisschen andere Bewegungen sein, die nur noch wenig an einen Kreis erinnern. Aber so, dass man auch seitlich ein bisschen Öffnung Hände zwischen den Rippenbögen. Gut, und dann können wir auch hier langsam die Bewegung auspendeln lassen, bis wir auf allen Vieren wieder zur Ruhe kommen. Stellen dann von aus eure Hände gute 10 cm nach vorne, den Finger aufrechnen, Zeichen aufstellen, ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut, die Hüfte weit nach hinten und aufschicken. Dann nehmen wir euch einen Moment Zeit, um euch aufwärmen in dem ersten Hund. Und wir können an Ort und Stelle offen oder über die Füße rollen. Wir können auch mit dem Kopf Bewegungen machen, so Ja-Nein-Bewegungen. Den Kopf ein bisschen ausschütteln. Und wir bewegen die Hüfte von rechts nach links und spüren hier so außen an der Hüfte feine Dehnung. Dafür aber auch ganz still sein. Und die Atmung fließt immer noch in einem 3-5 Sekunden Rhythmus. Und kommen jetzt von hier alle mal in so Laufbewegungen an Ort und Stelle, indem wir abwechslungsweise das Knie beugen und das andere Bein strecken. Nur, dass wir, wenn wir jetzt das rechte Knie beugen, das rechte Knie über nach links nehmen und die Hüfte mitbewegen. Und beim Einschnaufen wieder beide Beine strecken. Ausschnaufen das linke Knie beugen und über nach rechts. Machen wir das ein paar Mal für euch, sodass wir hier im Hund eine feine Rotation kommen, in der Wirbelsäule.
Und dann nochmal die Hüfte ein bisschen legen und rein, die Aussenseite. Gut. Und dann finden langsam wieder Ruhe in eurem Hund, den Finger auffächern. Schickt die Sitzbeine weit nach hinten und auf, Knie vielleicht beugen, falls deine Kinder an den Beinen intensiv ist. Schnuppen ein, kommen nach vorne ins hohe Brett. Die Schultern sind über der Handgelenk, aber nicht weiter vorne, sonst müssen wir mit den Füßen ein bisschen zurücklaufen, ausschnaufen, absenken, beim ersten Mal vielleicht Knie zuerst am Boden, kontrolliert auf den Bauch, einschnaufen, Kobra, Herz anheben, ausschnaufen, zurück in den Hund, mal gegen runter, schaut, Granein, ausschnaufen, einkommen nach vorne ins hohe Brett, ausschnaufen, absenken, ja, zum Kobra, und ausschnaufen, zurück in den Hund. Und wage ich runter, schaut, sehr schön. Schnaufen ein, ziehen von da das rechte Bein nach hinten und rauf zu der Decke. Und jetzt im Ausschnaufen stellen wir den rechten Fuß führen zwischen den Händen. Der Fuß stecken bleibt, einfach greifen und führen stellen. Ja, wir kommen auf die Fingerspitze, heben das Brustbein an. Ausschnaufen, den linken Fuß nach vorne stellen, Kopfknie, Position vorne an der Matte. Hand mit den Schienbeinen, einatmen, Brust anheben, Knie können wir auch beugen. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen in den Stuhl, aus Katassana, Knie beugen, den Arm nach oben ziehen. Und mit der Ausatmung, die Finger hinter dem Rücken verschränken, die Schultern zurückdrehen. Schnaufen hier nochmal ein. Ausschnaufen, legen den Bauchnabel auf den Oberschenkel ab. Können auch den Kopf hängen lassen und von hier langsam auf die Beine strecken, ohne dass sie komplett durchgestreckt sind. Dreht eure Brust dann nach rechts und beugt das linke Bein, während das rechte Bein ein bisschen ausgestreckt ist, einfach so gut es halt geht. Und ihr merkt, da ist einiges, was gerade zusammenkommt. Wir haben die Rotation, eine Wirbelsäule, wir haben die Schulterdehnung und dann aber auch die Hüftdehnung. Ausschnaufen, kommen wir in die Mitte und dann drehen die Brust über nach links, beugen jetzt das rechte Bein, strecken das linke so gut es geht und drehen die Brust weit auf nach links. Ausschnaufen, lösen, Fingerspitzen am Boden. Einschnaufen, den rechten Fuß, den grossen Schritt zurückstellen, die Brustbein anheben. Ausschnaufen, Hund. Mal gegen Arme schaut. Schnaufen ein, kommen nach vorne ins hohe Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra, gut mit der Rückenmuskulatur arbeiten. Ausschnaufen, Hund. Mal gegen Arme schaut. Einschnaufen, nehmen das linke Bein hinteren und auf. Ausschnaufen, den linken Fuß nach vorne stellen, zwischen die Hände leicht nachhalten. Ich atme auf die Fingerspitze, kann Brustbein anheben, ausschnaufen, Kopfknie, Position vorne an der Matte. Hand mit den Schienbeinen, ich atme Brust anheben, ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Stuhl, Knie beugen, die Arme aufziehen. Wie vorher, ausschnaufen, Finger hinter dem Rücken verschränken, diesmal mit dem ungewohnten Daumen oben. Rollen die Schultern zurück, schnaufen die, heben die Brust an, ausschnaufen, Bauchnabel auf den Oberschenkel ablegen, Nacken entspannen. Jetzt drehen die Brust zuerst auf die linke Seite, beugen das rechte Knie fest, können jetzt aktiv als halt linke äußere Gesäße ein bisschen nach hinten und sogar ein bisschen nach rechts ziehen, um die Dehnung dort zu vergrößern. Ausschnaufen, lösen, Seite austauschen. Brust drehen nach rechts, jetzt beugen das linke Bein und ziehen vielleicht rechts die äußere Gesäße ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach links, wenn ihr Dehnung dort dann verstärken. Schnaufen hier nochmal ein, ausschnaufen, lösen, Kopfknie, Position ein, schnaufen den linken Fuß, einen großen Schritt zurückstellen, Brustbein anheben, ausschnaufen, Hund, wo gegen runter schaut. Schnaufen einschauen, führen ins Hoche, kommen führen ins Hoche Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra. Mit der Ausatmung zurück, Hund, der gegen runter schaut. Und dann bleiben im Moment hier etwa 3, 4 bis 5 Atemzüge. Und im Moment, wo wir uns wieder ganz bewusst mit der Atmung verbinden können.
Nacken entspannen. Alternativ dürfen wir jederzeit auch die Knie abstellen und in eine Kindsposition kommen für ein paar Atemzüge. Wir können die Einlage führen zwischen den Händen und ziehen das rechte Bein nach hinten und offen. Und mit der Ausatmung stellen wir den rechten Fuß außen an die rechte Hand an. Und ich zeige es dann auf diese Seite am besten so, dass die Ferse noch auf der Matte ist, aber die Zehen nicht mehr. Das heisst, sie haben eine feine Aussenrotation von diesem Fuß. Und wir lehnen die linke Hand, wo sie ist, stellen die rechte Hand auf den rechten Oberschenkel und drehen die Brust so über nach rechts, dass wir einerseits die Rotation haben, gleichzeitig die Hüftöffnung. Wir können auch ganz fein gegen die Innenseite von einem rechten Bein stoßen, wenn es sich gut anfühlt. Du schnüffeln, nehmen die Hand wieder am Boden, Hund geht gegen Arme, bringen den Blick wieder führen zwischen die Hände, schnüffeln sie ins linke Bein nach oben, ausschnüffeln den linken Fuß jetzt aussen an die linke Hand, werfen auf den Mattenzeichen nicht mehr, das rechte Bein ist aktiv, und dann nehmen wir die linke Hand auf den linken Oberschenkel, drehen die Brust über nach links und vielleicht dann noch ganz viele Stoß gegen die Innenseite von diesem Oberschenkel. Ich stoße die rechte Hand gut im Boden, dass er dann die Schulter gleich nicht so einsinkt. Schnaufe nochmal ein, ausschnaufe Hund, wage ab, löse ihn jetzt, einschnaufe ins hohe Brett, ausschnaufe absenken, einschnaufe Kobra, und ausschnaufe Hund, wage ab, löse zurückschieben. Jetzt hat er ein paar Atemzüge da. Schnaufen die Einlügen führen zwischen die Hände, beugen die Knie ein bisschen, ausschnaufen für ein Laufen oder für ein Springen. Hände mit den Schienbeinen an der Brust anheben, ausschnaufen absenken. Einschnaufen sind die Arme über die Seite nach oben, kommen den ganzen Weg hoch, ausschnaufen. Tadasana, Bauchposition, Sonnengruß an, schnaufen ein, nehmen die Arme über die Seite nach oben. Ausschnaufen nach vorne und ab und absenken, Uttanasana ab. Haltet die Fingerspitzen am Boden. Schnaufen ein, hebt die Brust, sei anbeugen, Knie ruhig für das. Wenn ihr springen wollt, Hände flach am Boden, Bauchspannung. Ausschnaufen, Brett, laufen oder springen, gerade absenken, gleiche Ausatmung. Einschnaufen, Kobra, vielleicht auch ein Hund, der gegen offen schaut. Ausschnaufen, Hund, der gegen Arme schaut, zurückschieben. Und dann 3 bis 5 Atemzüge durch. Ich muss nicht spüren, da jetzt hast du ein bisschen mehr Hitze, ein bisschen mehr Wärme, die wir erzeugt haben. Die Atmung, die schneller fließt, das Herz, das stärker schlägt. Man kann also dem allem erlauben, langsam ein bisschen ruhiger zu werden. Schnaufen die Einlügen, führen zwischen die Hände, beugen die Knie ein bisschen. Ausschnaufen für ein Laufen oder für ein Springen, wer springt, bremst mit den Fingerspitzen. Hände mit den Schienbeinen an der Brust anheben. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, die Arme über die Seite aufziehen, den ganzen Weg hoch. Ausschnaufen, die Haare an der Bergposition. Gut, nehmt von hier eure Füße zusammen, sodass sich die grossen Zehen berühren. Es ist ein bisschen einfacher für das, was kommt. Schnaufen ein, beugt eure Knie, nehmt die Arme nach oben in den Stuhl. Bringt jetzt viel Gewicht in eure Fersen, sodass ihr nach oben schaut, ihr eure Zehen seht. Nehmt die Hände vom Herz, ausschnaufen die Füße nach rechts. Stellt den linken Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel drauf. Und wenn ihr aber gut aus dem Zentrum raus rotieren, sodass ihr den Ellenbogen ganz fest als Hebel benutzt. Bringt dann den Blick zum Boden, das wird euch mit der Balance helfen. Wir fangen an, das Gewicht in den rechten Fuß verlagern und ziehen die linke Ferse zum Gesäß. Wir können den Knie noch fest gegeneinander pressen.
Und dann davon hier ganz langsam in ein Zahnrohr, das linke Bein nach hinten strecken, während die Brust ein bisschen nach vorne zieht und mit der nächsten Ausatmung stellen Sie den Fuß mit hinten ab. Jetzt schauen, dass er hüftbreit steht, sonst ist die ganze Sache wackelig. Ihr müsst mit dem hinteren Bein richtig arbeiten. Und es ist nicht so ganz locker, sondern er schafft richtig mit. Brustbein heben hier an, ziehen nach vorne, sodass er von der Ferse bis ins Scheinkel eine lange Linie machen. Wieder von der unteren Rippenbögen aufdrehen und den Ellbogen brauchen wir gar nicht so fest. Gut. Gebt dann mehr Gewicht in den rechten Fuß, einschnaufen, Krieger 2, nehmen den rechten Arm nach vorne und den linken zurück. Und die hintere Ferse haben wir abgestellt, aber die Zehen zeigen immer noch fein nach vorne. Und das vordere Knie zeigt dafür ganz gerade vorne. Und dann drehen wir die rechte Handfläche zu der Decke ein, und dann drücken wir in eine umgekehrte Krieger. Ziehen bei beiden Händen wirklich in entgegengesetzte Richtungen. Und dann achten wir darauf, dass das vordere Knie nicht so nach innen fällt. So einen schönen Rad nach vorne zeigt. Schnaufen hier tief ein. Ausschnaufen Seitenwinkel mit der rechten Hand innen am rechten Fuß. Jetzt keine Sorge, wenn ihr hier nicht anbekommt oder normalerweise ihr oben sind, dann nehmt euch einen Block. Höchste Höhe. Stellt dann innen am Fuß, linke Arm zu der Decke. Der Grund, wieso wir die Hand innen am Fuß möchten haben, ist, weil wir den Arm so hoch dann an die Knie bringen, sodass wir mit dem Arm viel gegen die Innenseite von dem Bein stossen können und mit dem Bein Widerstand leisten können. Und natürlich geht auch jegliche andere Höhe vom Block. Was ihr aber möchtet, ist die linke Schulter über die rechte bringen. Wenn die so nach vorne und runter sind, dann sind ihr vielleicht zu tief gegangen. Dann lieber höher kommen und Brust nach oben drehen. Und dann versuchen wir mit der nächsten Aussetzung noch den linken Arm am Ohr entlang zu nehmen, sodass über die linke Seite ein bisschen mehr Platz haben. Schnaufen hier nochmal tief ein. Ausschnaufen linke Hand am Boden, rechte zu der Decke und die hintere Ferse wegdrehen. Können wir entweder hier bleiben oder in die schiefe Ebene, dann auf die Außenkante vom linken Fuß rollen, den hinteren, den rechten Fuß aufstellen. Lüpfen das Ganze mit der unteren Hüfte an. Eine Option, obere Arm wieder am Ohr entlang nehmen. Beine schaffen gut mit, schnaufen hier ein, ausschnaufen über das Brett absenken. Einschnaufen Cobra, ausschnaufen Hund. Schau gegen Arme, schaut Arme, Mucke, schön. Schön. Ein Twist, dann ziemlich schnell Hit erzeugen im Körper. Wahrscheinlich spüren ihr das auch schon ein bisschen. Schnaufen dann ein, schaut vorne zwischen die Hände, beugen die Knie sitz. Ausschnaufen für ein Laufen oder für ein Springen. Hände mit den Schienen, Beine an der Brust anheben. Ausschnaufen, abdenken. Einschnaufen sind die Arme über die Seite nach oben. Kommen den ganzen Weg hoch über dem Kopf, nehmen dort die Hände zusammen. Ausschnaufen, Hände vor das Herz und den rechten Fuß nach rechts stellen. Sodass ihr euch zum rechten lange Matte entdreht. Und dann von hier aus ziehen, 45 Grad nach außen drehen. Ausschnaufen, Knie beugen und Hüfte absenken für die Garrespose. Dann mit den Händen eure Oberschenkel greifen, und zwar so, dass der Daumen nach innen, also die Innenseite von der Oberschenkel berührt. Und dann könnt ihr das ein bisschen nach vorne lehnen. Nehmen hier einen Einatmung. Ausschnaufen, bringen die rechte Schulter nach innen, stoßen mit der Hand fein gegen die Innenseite von dem Knie oder Oberschenkel. Einschnaufen, drehen Sie auf. Ausschnaufen, linke Ellenbogen kommt nach innen, rechte, linke Schulter kommt nach innen, rechte zurück. Ja, in der Mitte. Ausschnaufen, nochmal die rechte Seite. Einschnaufen, Mitte. Ausschnaufen, links. Einschnaufen, Mitte. Jede Seite noch eine. Ausschnaufen, rechts. Einschnaufen, Mitte. Ausschnaufen, links. Einschnaufen Mitte jetzt, ist leider noch nicht fertig. Wir kommen auf unsere Unterarme. Und zwar, wenn wir die auf unsere Oberschenkel draufstellen, schauen immer noch das Knie und Zehen in die gleiche Richtung zeigen. Wenn ihr hier möchtet, tief verbogen, also mit den Händen als Fußbank greifen
und mit den Ellenbögen von innen gegen eure Knie stoßen. Jetzt bei den Zielkopf ausbeheben wir an und tief in die Hüfte öffnen die Pose. Nehmt die Hände am Boden, streckt eure Beine, Füße parallel zueinander, also wieder gerade nach vorne drehen. Beugt von dort die Knie ein bisschen, nehmt die Hände in die Hüfte, einschnaufen, kommt hoch, ausschnaufen, Tarasana, vorne an der Matte. Zweite Seite. Einschnaufen in den Stuhl, Utkatasana, Knie beugen, Arm hoch. Jetzt wieder zum Split einfacher machen, was bei uns angeht. Mit den Füßen zusammenlaufen, sodass sich die grossen Zehen berühren. Ausschnaufen, Hände vor das Herz, Twist nach links diesmal. Den rechten Ellenbogen abstellen, wobei ihr nur ein bisschen mithilft. Die Bewegung passiert aus dem Zentrum. Brustbein heben hier an, Blick zum Boden, Gewicht in euren linken Fuß und dann ziehen wir mal die rechte Ferse zum Self, bis zu einem Flamingo. Presset beide Knie gegeneinander, schnüffelt hier ein und mit der Ausatmung dann langsam den Fuß nach hinten strecken. Denkt an einen Kriegel Drehbein und dann langsam den Fuß weit hinten und rechts auf der Matte platzieren, allenfalls so nochmal ein bisschen anpassen. Wenn ihr nicht gerade so gelandet sind, wenn ihr das Wellen habt. Dann erinnert euch wieder an das hintere Bein, das richtig mitschafft. Das gibt uns Stabilität. Wir wollen so auch nicht über dem Oberschenkel liegen, sondern wir schaffen aus dem Zentrum. Und hintere Ferse bis zum Scheitel lang machen. Gewicht mehr in linke Fuß einschnüffeln, kriegen zwei. Linke Arm kommt nach vorne, rechte zurück. Hintere Ferse abstellen mit den Zehen, die immer noch fein nach vorne zeigen. Und vorderes Knie schön gerade nach vorne. Drehe dann die linke Handfläche zu der Decke. Einschneide Lehne zurück in umgekehrte Krieger. Ziehe mit den Händen in entgegengesetzte Richtung. Und dann richtig schön die linke Seite aufspannen. Die Rippenbögen wie so einen Fächer aufbechern. Schnaufe hier tief ein. Ausschnaufen, Seitenwinkel, mit der Hand innen, am linken Fuß, rechte Arm zu der Decke, allenfalls einen Block zur Hilfe nehmen. Nehmen wieder eure Schultern als Referenz. Wir wollen die Fuß nicht fest zur Seite ausweichen lassen, sondern versuchen, das linke äußere Gesäß ein bisschen nach hinten zu ziehen. Und der Arm berührt die Innenseite vom linken Knie, stoßt gegen die Innenseite, während das Knie dagegen hält. Und dann mit der nächsten Ausatmung nehmen wir noch den rechten Arm am Ohren. Herz zu der Decke aufdrehen, Atmung weiter fließen lassen. Schnüffel hier ein. Ausschnüffel rotiert die Winkel, rechte Hand kommt am Boden. Linke zu der Decke und die hintere Ferse wegdrehen. Hier können wir bleiben oder wie vorher in die schiefe Ebene, indem wir auf die Aussenkante vom hinteren Fuß rollen, beide Füße aufeinander stellen. Jetzt nicht so durchhängen, sondern mit der unteren Hüfte das Ganze anheben. Als Option können wir den oberen Arm am Arm entlang nehmen. Rechte Hand stoßt gut im Boden, schnuffe hier ein, ausschnuffe über das Brett, absenken. Einschnuffe Cobra, der Hund, der gegen offen schaut. Ausschnuffe Hund, der gegen oben schaut, zurückschieben. Einen Moment zum Verschnaufen, vielleicht auch die Knie abstellen und in eine Kindsposition gehen für ein paar Atemzüge. Ja, wartet. Okay, schnaufe ein, zieh dir das rechte Bein nach hinten und offen mit der Ausatmung und das Knie beugen. Und die Hüfte zur Seite öffnen. Haltet den unteren Bauch drin. Vor allem, wenn ihr sehr beweglich im unteren Rücken sind, sind der untere Bauch nach innen. Brust zeigt zum Boden, Nacken ist entspannt. Das rechte Knie zieht aber weit nach oben. Schnuffe hier ein. Ausschnuffe den rechten Fuß nach vorne stellen zwischen die Hände. Einschnuffe, balancieren die Krieger rein. Stoßen in den rechten Fuß und nehmen den Arm nach oben. Schaut, dass er stabil steht. Die Hüftbreite ist immer stabiler, als wenn er die Füße auf einer Linie platziert. Und Ringfinger zieht die Arme nach oben. Durch das haben wir eine feine Aussenrotation im Schultergelenk. Schnaufe dann hier ein.
Buschnufe twist nach rechts, Arm auf Schulterhöhe. Das hintere Bein schafft auch hier gut mit. Arm ziehend aktiv in entgegengesetzte Richtung. Und platziert von hier die rechte Hand hinten, die linke Oberschenkel. Schnufe die, lehnt von hier zurück, sodass ihr über die linke Seite wirklich schöne Öffnung habt, während ihr gleichzeitig rotiert. Brust zeigt immer noch nach rechts. Schnufe hier tief ein. Ausschnaufen, rotiert die Winkel, linke Hand kommt am Boden, rechts zu der Decke. Jetzt haben wir dort die Möglichkeit, den Block unter die linke Hand zu stellen. Weil wir werden gerade noch ein bisschen weitergehen, die meisten von euch werden den Block wahrscheinlich brauchen. Wir behalten den Twist, dann jetzt aber ganz langsam das vordere Bein strecken. Und strecken heisst nicht, dass es durchgestreckt sein muss, das kann man festbeugt sein, aber es bedeutet, dass er mehr Dehnung hinten beim Oberschenkel und mehr Dehnung aussen beim rechten Gesäß spürt. Herz zu der Decke aufdrehen und gut in die linke Hand stoßen, zu meinen Schultern mit einsinken. Ausschnaufen, den vorderen Knie beugen. Bringen den Blick zum Boden. Wir gehen von hier in rotierte Halbmond. Für das hopsen wir zuerst den hinteren Fuß ein bisschen nach vorne. Nehmen den ruhigen Block mit, stellen den gerade ein bisschen weiter vorne. Und dann heben das linke Bein an. Die Brust dreht über nach rechts. Schauen, wo die Brust hinzieht. Oft zeigt sie am Boden, dann haben wir gar keinen Twist. Und dann wenden sie nach rechts ein. Wenn das nicht geht, müssen wir die linke Hüfte ein bisschen mehr absenken. Und wir kommen von hier über einen Krieger 3 in Halbmond ohne Twist. Gehen zuerst mit einer Ausatmung in Krieger 3, schnaufen hier ein, ausschnaufen, Halbmond. Rechte Hand kommt jetzt auf den Block, linke zu der Decke und das linke Bein ist parallel zum Boden, die Hüfte zur Seite geöffnet. Kein einfacher Übergang. Schnaufen hier nochmal ein, ausschnaufen, Standbein beugen. Und den linken Fuß mit hinten abstellen, Krieger 2. Okay. Drehen die rechte Handfläche offen. Schnaufen ein, lehnen zurück in einen umgekehrten Krieger. Und schnaufen Krieger 2. Einschnaufen, strecken das vordere Bein. Ziehen die rechte Hüfte ein bisschen nach hinten. Und die rechte Fingerspitze führen, damit ihr über die rechte Seite lang werdet. Und dann beim Ausschnaufen stellen, dass die rechte Hand aussen. Beim rechten Bein, ja. Das muss überhaupt nicht der Boden sein, auch hier. Ruhigen Block nehmen, aber wir wollen die Hand hinter dem Bein aufstellen. Linke Hand zeigt zu der Decke. Herz drehen wir auf zu der Decke, auch hier, wenn wir die Schultern übereinander bekommen. Falls der Abstand groß ist und wenig zu intensiv, machen wir den Abstand kleiner zwischen den Füßen. Schön. Jetzt tun wir in der nächsten Einatmung wie so ein bisschen mehr zurücklehnen. Und Brust noch ein bisschen mehr zu der Decke aufdrehen. Und im Ausschnaufen nehmen wir die linke Hand nach vorne und runter und tappen so ein bisschen links von eurem rechten Fuß. Einschnaufen, ziehen den Arm wieder auf. Brust zu der Decke. Ausschnaufen, den Arm nach vorne und runter aufzeigen. Und war mal im eigenen Atemrhythmus. Wenn ihr das nächste Mal einschnaufen und den Arm oben habt, ausschnaufen, Hund. Wage gegen runter, schaut beide Hände am Boden, vordere Fuß zurück. Ihr könnt schon jetzt auslassen und hier bleiben. Ansonsten einschnaufen ins Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra oder auch Hund, wage gegen offen schaut. Ausschnaufen, Hund. Wage gegen runter, schaut, um uns alle wieder treffen. Wir nehmen hier mit dem linken Bein nach hinten und oben, beugen das Knie, machen die Hüften auf. Oft ziehen der untere Bauch rein, auch die vorderen unteren Rippenbögen leicht ineinander ziehen. Brust zeigt zum Boden, Nacken ist entspannt. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen, den linken Fuß nach vorne stellen zwischen den Händen. Einschnaufen, balancieren, die Krieger rein, den linken Fuß stoßen und hochkommen. Findet zuerst einen stabilen Stand. Hüftbreit, das hintere Bein gut strecken, gut aktivieren. Nehmen wir hier eine Einatmung, ausschnaufen, Twist nach links, Arm auf Schulterhöhe. Das hintere Bein schafft mit, die
Hand ziehend in eine entgegengesetzte Richtung. Das vordere Knie ist immer noch beugt über dem Fußgelenk. Und lege dann die linke Hand hinten beim rechten Oberschenkel an. Schnaufe die Lehne zurück, streckt euch über die ganze rechte Seite. Tiefe Einatmung. Ausschnaufe, rotierte Winkel. Rechte Hand am Boden, linke zu der Decke. Und jetzt der Vorteil von der zweiten Seite, wir wissen, was kommt. Das heißt, sich dann jetzt von Anfang an gerade schön Blockknie. Und dann behalten wir den Twist und langsam aber das vordere Bein strecken. Strecken. So gerade wie Strecke bei euch halt ist. Brust in die Ecke aufdrehen. Und beide Beine sind aktiv. Atmung fließt im 3 bis 5 Sekunden Rhythmus. Gut. Schnaufe die Beuge zu vordere Knie wieder. Blick zum Boden. Da kann man den Block gerade ein bisschen nach vorne stellen. Mit dem hinteren Fuß nach vorne hopsen. Und kommen von hier in eine rotierte Halbmut. Schaut wirklich, wo eure Brust hin zeigt. Ob sie auch wirklich nach links zeigt. Das rechte Bein hängt nicht irgendwo in der Luft, sondern ist super aktiv parallel zum Boden. Und ich weiss, die Pose mag niemand wirklich. Die ist super intensiv, dann bleiben wir auch nicht so lang. Gehen wieder über die Krieger 3 in unseren Halbmond. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen, Krieger 3. Nehmen das Brust zum Boden, beide Arme auf Schulterhöhe. Schnaufen ein. Ausschnaufen, Halbmond. Linke Hand am Boden oder auf den Block. Rechte zu der Decke, jetzt können wir die Hüfte öffnen, zur Seite, und das rechte Bein wieder parallel zum Boden, die Herz zeigt auf. Schnaufe hier ein, ausschnaufe, Stammbein beugen, rechte Fuß weit hinten abstellen, Krieger 2. Und dann hier ruhig noch mal etwas anpassen, wir landen selten genauso, wie wir das möchten. Schaut vor allem das vordere Knie gerade nach vorne zeigt. Drehe dann die linke Handfläche auf. Schnaufe ein, lehne hier nochmal zurück. Und ausschnaufe, Krieger 2. Einschnaufe das vordere Bein, strecken. Linke Hüfte ein bisschen zurückziehen. Linke Fingerspitze nach vorne. Ausschnaufe, Trikonasana mit der linken Hand aus am linken Bein. Und wahrscheinlich wird das ein Block sein. Rechte Arm zu der Decke. Schaut mal, wo die rechte Schulter in Relation zu der linken ist. Und wenn sie zu weit vorne ist, versucht das Herz mehr nach oben zu drehen. Wenn das nicht geht, kommt höher auf den Block oder Buch oder was auch immer ihr daheim habt. Und dann mit der nächsten Einatmung drehen das Herz offen zu der Decke, lehnen ein bisschen zurück. Ausschnaufen die rechte Hand nach vorne und runter, viel am Boden tappen. Einschnaufen wieder offen drehen. Und schnaufe nach vorne und runter. Ein paar Mal für euch in eigener Atemrhythmus. Haltet die Aussenkante vom hinteren Fuß verankert. Und das nächste Mal einschnaufen, bleibt oben. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend schaut, die Hände am Boden, vordere Fuß zurück. Liebe oder Vinyasa, schnaufe nie ins Brett für die, was weisen wollen. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Cobra oder Abdog. Ausschnaufen, Down Dog, zurückschieben. 2, 3 Atemzüge hier. Und sich wieder verbinden, sammeln. Schnaufe die Lüge führen zwischen den Händen, beugen die Knie ein bisschen. Wir treffen uns im Schneidersitz. Ihr könnt anlaufen und absitzen. Oder ihr sitzt in der Luft in den Schneidersitz. Und dann kontrolliert landen. Nehmen dann aber das Bein gerade wieder nach vorne. Sie haben genug für einen Übergang gesehen. Rollt hinter eure Sitzbeinhöcke und kommt in ein Boot, ins Navasana. Jetzt haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Hände parallel und Oberschenkel heben, die Brust anheben. Wenn das noch zu viel ist, nehmt die Hände hinteren Rücken und ziehen, dann ist es gerade einfacher, die Brust anheben. Wenn ihr das nicht braucht, streckt ihr den Arm nach vorne.
Gut, aber auch das Brustbein anheben. Und nur wenn wir jetzt die Arme nach vorne können ausstrecken, gehen wir mit mir weiter. Indem wir jetzt die rechte Hand außen an den linken Fuß nehmen, den linken Arm zurückstrecken und von hier aus beide Beine ausstrecken, wie ausgestreckt auch aussehen mag. Der rechte Fuß stoppt kurz vor dem Boden, das Brustbein tun wir anheben. Es ist ein Twist. Schnaufen weiter. Gehen den unteren Bauch rein. Und einschnaufen. Kommen wieder nach vorne ins Boot. Und dann nehmen wir die Seite aus, durch die linke Hand, außen am rechten Fuß. Rechte Hand zurückstrecken. Und von den beiden Beinen durch den Ausstrecken. Unteren Bauch rein, den Brustbein anheben. Brust zeigt nach rechts. Die Einschnaufen mit, dann versuchen wir es auf den Atemzug. Ausschnaufen, Twist über nach links. Einschnaufen mit, ausschnaufen nach rechts. Einschnaufen mit, noch einmal ausschnaufen links. Einschnaufen mit, ausschnaufen rechts. Einschnaufen mit, ausschnaufen die Füße abstellen, Hände hinter den Rücken und einen Moment schieben, wischeln. Um das Ganze ein bisschen lösen und uns wieder gut zu tun. Okay. Stellen jetzt die Füße vor euch ab und kommen von hier in eine Kopf-Knie-Position. Auf euren Weg, wie auch immer das aussehen mag. Nacken entspannt. Schnuppen ein, hebe die Brustbeine an, mache die Wirbelsäule lang. Ausschnuppen absenken. Einschnaufen, sind die Arme über die Seite nach oben, kommen hoch, bringen über dem Kopf die Hände zusammen. Ausschnaufen, sind die Hände vor das Herz. Nehmen die Füße jetzt ein bisschen breiter als Hüftbreit und drehen die Zehen 45 Grad nach außen. Ausschnaufen, fangen einfach die Knie beugen und setzen euch ab ins Malasana. Und das Ganze langsam, ihr lasst euch nicht einfach plumpsen. Wenn eure Fersen in der Luft sind, und dann könnt ihr doch auch die Decke falten und unter eure Ferse schieben. Wir kennen es. Falls es in den Knien viel Druck gibt, schnappt ihr euch einen Block oder ein Buch und setzt euch drauf. Nur das haben wir immer noch die gleiche Öffnung in den Oberschenkel, aber nicht so viel Gewicht in den Knien. Dann haben wir die Oberschenkel gegen die Innenseite der Knie pressen, das Brustbein anheben. Schnuffet ein, nehmt euren rechten Arm innen am Knie durch, also nicht hinten, weit über nach rechts. Schnuffet ein, zieht den linken Arm auf zu der Decke. Achtet euch darauf, dass das linke Knie jetzt nicht nach innen fällt, sondern dass es immer noch nach außen zeigt. Schnuffet ein, ausschnuffen beide Hände vor das Herz, Brustbein anheben. Ausschnaufen, linke Arm innen am Knie über nach links. Einschnaufen, rechte Arm zu der Decke, Brust nach oben drehen. Und achtet euch auf das rechte Knie. Und ausschnaufen, beide Hände vor das Herz. Einschnaufen, Brust anheben. Ausschnaufen, die Hände vor euch abstellen, die Beine langsam strecken und die Füße wieder parallel zueinander. Dann einfach die Knie ein bisschen beugen und ausschütteln, wenn sich das gerade gut anfühlt. Und bleiben nämlich noch ein bisschen mit den Hüften und in der Rotation. Schnaufen ein, nehmen die Arme über die Seite nach oben, am Ende der Ehe in die Handflächen zusammen. Ausschnaufen, Hände vor das Herz und jetzt den linken Fuß weit über nach links und beide Füße parallel zueinander. Jetzt drehen wir uns zum linken langen Mattenende. Nehmt die Hände in eure Hüfte. Rollt die Schultern zurück. Schnuffet ein, hebt die Brust an, untere Bauch zieht nach innen. Ausschnuffen nach vorne und runter absenken. In ein Prasarita Padottanasana. Die Fingerspitzen kommen entweder am Boden, wenn sie nicht am Boden mögen. Dann kann er hier Blöcke drunter stellen. Schnuffet ein, hebt die Brustbeine nochmal an, macht die Wirbelsäule lang. Ausschnaufen nach vorne und runter absenken. Ein paar Atemzüge in einer Vorbeugung. Schaut mal, wie wir das Gewicht verteilt haben über den Fuß. Und wir können da ein bisschen mehr in einer Fußballe verlagern, sodass die Hüfte wirklich schön in einer Linie mit den Fersen ist. Und ziehen den unteren Bauch ein bisschen nach innen.
Dann hast du einatmen, hebe das Brustbein wieder an, stelle die linke Fingerspitze unter eure Nase und ziehe mit einer Einatmung den rechten Arm nach oben, sodass wir auch hier in eine Rotation gehen. Ihr könnt den rechten Arm ruhig dann noch ein bisschen zurückziehen und dann die Handfläche in die andere Richtung drehen, den Ellbogen beugen und hier in einen halben Bein kommen, sodass der rechte Handrücken entweder zum linken unteren Rücken kommt und vielleicht kommt die Hand auch richtig linke Oberschenkel in einen sehr beweglichen, vielleicht sogar in die Innenseite von dem linken Oberschenkel. Schnaufe die Eisen in den rechten Arm auf zu der Decke. Ausschnaufe den Seitenlingstischchen, rechte Fingerspitze, dort hier, wo die linken gesehen sind. Einschnaufe rechte Arm zu der Decke. Auch das Ganze können wir mit Blöcken unter den Händen. Und dann lehnen hier ruhig ein bisschen weiter zurück, drehen die Handfläche in die andere Richtung, beugen den Ellbogen und bringen den rechten Handrücken entweder zum rechten, den linken Handrücken entweder zum rechten unteren Rücken, zum rechten Oberschenkel, vielleicht sogar Innenseite vom Oberschenkel. Einschnaufen jetzt in den linken Arm nach oben. Ausschnaufen beide Hände am Boden. Drehen von hier die Zehen 45 Grad nach außen. Und jetzt beugen wir nur das rechte Bein und laufen mit den Händen oder den Blöcken Richtung rechte Fuß. Beide Füße bleiben flach am Boden und die Zehen von beiden Füßen zeigen nach außen. Je mehr dass ihr das rechte Knie beugt, desto intensiver der Hüft öffnet. Schaut auch, dass das Knie wirklich in die gleiche Richtung zeigt wie eure Zehen. Und wenn das so schon sehr viel ist, bleibt ruhig da. Ansonsten, wenn ihr noch einen Twist in die Pose bringt, könnt ihr mal die rechte Hand auf den rechten Oberschenkel legen und den Brust zu dem Oberschenkel drehen. Wenn sich das okay anfühlt, könnt ihr noch weiter gehen mit der Einatmung den rechten Arm nach oben ziehen zu der Decke. Und vergesst nicht zu schnaufen. Jetzt bleiben für eine weitere Einatmung. Ausschnaufen beide Hände am Boden, laufen zurück in die Mitte. Und dann mit der nächsten Ausatmung beugen das linke Knie, laufen zum linken Fuß. Beide Füße immer noch flach am Boden. Auch hier, wenn man das Blöck misst, wenn der Boden zu weit weg ist. Und dann sehen wir tief in die Hüfte gerade. Dann bleiben wir entweder hier oder legen die linke Hand auf den linken Oberschenkel und drehen die Brust nach links. Zuerst mal schauen, wie sich das anfühlt. Und wenn ihr möchtet weitergehen, ist auf den linken Arm offen. Dann arbeitet gut mit dem rechten Bein mit. Schnaufe hier nochmal ein. Ausschnaufen beide Hände am Boden. Drehen die Zehen dann wieder nach vorne, also so, dass sie parallel zueinander stehen, den Knie ein bisschen beugen, nehmen die Hände in die Hüfte. Einschnaufen kommen hoch. Ausschnaufen die Harasana vorne an der Matte. Und genau durch ein Vinyasa. Schnaufen ein, nehmen die Arme über die Seite nach oben. Ausschnaufen nach vorne und runter, absenken. Fingerspitzen am Boden, schnaufen ein, heben die Brust, eine lange Wirbelsäule. Ausschnaufen ins Brett, laufen oder springen, gerade absenken. Einschnaufen, Kobra, vielleicht auch ein Hund, der gegen offen schaut. Ausschnaufen, Hund, der gegen Armen schaut. Der letzte für heute. Gut, stell von hier aus eure Füße ein bisschen näher zu den Händen. Und es ist einfacher, wenn die Fersen am Boden mögen. Es ist aber nicht für alle möglich, auch wenn ihr näher lauft. Es geht natürlich auch ohne. Ausschnaufen, linke Hand aussen ans rechte Bein bringen. Je höher das trifft, desto einfacher. Je wieder unten, desto intensiver. Ein bisschen stimmt sogar gerne auf die Hand. Und das macht es natürlich noch intensiver. Stoße die rechte Hand gut im Boden. Und schnaufen. Einschnaufen, linke Hand führen. Und schnaufen, rechte Hand aussen im linken Bein platzieren. Ihr wählt wieder die Intensität. Und stoße die linke Hand kräftig im Boden.
Schieß noch vielleicht die Hand führen. Und mit der Ausatmung den ganzen Weg nach vorne, die Knie beugen, legen euch auf den Rücken und nehmt einen Block mit, wenn ihr daheim keinen Block habt. Entweder ein dickes Buch oder sonst auch so ein Küsschen, etwas, das ihr dann nachher die Hüfte erhöhen könnt. Wir machen den ersten Backbend passiv. Das heisst, er unterstützt die Brücke. Ihr stellt die Füße hüftbreit auf. Habt den Block in einer Hand, stoßen mit nicht die Hüfte, die Füße im Boden, heben die Hüfte an und dann den Block auf der tiefsten oder auf der mittlersten Höhe unter eures Kreuzbein platzieren. Nun ist jetzt ganz wichtig, das ist nicht der untere Rücken, sondern es ist wirklich oberhalb vom Gesäß. Es soll nicht wehtun. Wenn es wehtut, ist der Block entweder am falschen Ort, wahrscheinlich ein bisschen zu hoch oben. Oder der Block ist auch zu hoch. Dann könnt ihr eine Stufe tiefer nehmen. Wenn ihr okay sind, könnt ihr von hier eine Ferse nach der anderen am Boden entlang nach vorne ausstrecken. Sodass ihr vorne bei den Hüften eine Öffnung habt. Intensiver wird es, wenn ihr jetzt ein Knie zu der Brust nehmt und sogar noch mit der Hand ein bisschen näher ziehen. Dann wird sich die Dehnung auf der anderen Seite intensivieren. Und für die, die das Knie über der Brust haben, wir können das Bein austüscheln. Bringen zuerst wieder ein Bein am Boden, bevor ihr das nächste anhebt. Und dann auch hier ein bisschen näher zur Brust ziehen. Und dann lösen da diese Seite, stellen jetzt alle beide Füße wieder auf, stoßen die Füße im Boden, heben die Hüfte an und lösen den Block oder was auch immer ihr daheim habt, unserem Bett weg, senken die Hüfte ab. Nehmt für einen Moment die Füße mattenbreit, lasst die Knie nach innen fallen, könnt die Hand auf den Bauch, die Hand auf das Herz legen und einen Moment nachspüren. Wir machen jetzt noch eine Rückbeuge, aber diesmal aktiv, also nicht mit der Unterstützung vom Block. Nehmt die Füße wieder hüftbreit, die Arme am Körper entlang. Stoßen die Füße dann im Boden, heben die Hüften an und jetzt verschränken die Finger hinter dem Rücken und rollen mit den Schultern noch ein bisschen näher zueinander. Wenn ihr im Nacken zu viel Druck habt, könnt ihr das Kinn ein bisschen anheben. Das bringt wieder die natürliche Kurve in eure Halswirbelsäule. Für die, die gerne ins volle Rad möchten gehen, statt in die Brücke, die können von hier jetzt die Finger lösen, die Verschränkung, die Hände neben den Ohren aufstellen und mit der Einatmung gut in die Hände und in die Füße stoßen und alles anheben. Schnuppen auch hier weiter in der Rückbeuge, haben wir eine Tendenz, die Luft anzuhalten. Und versuchen auch 3 bis 5 Sekunden Rhythmus auch hier zu behalten. Die Ausatmung langsam Druck auf den Rücken kommen. Wer im Rad ist, nimmt zuerst die Zähne zur Brust und senkt den ab. Und dann noch eine, ist ihre Füße mattenbreit aufstellen, die Knie nach innen fallen, da haben das Herz, Hand auf den Bauch und auch hier nochmal nachspüren. Strecke jetzt die Arme dann auf beide Seiten auf Schulterhöhe aus, lehne ihre Füße mattenbreit und ein paar Mal Scheiben wischeln. Lehne sie von rechts nach links absenken. Und dann so wieder unter den Rücken ausmassieren. Und gerade ein bisschen rotieren. Nehmt von hier aus dann die Knie zur Brust, macht ein Päckchen und dann auch hier nochmal ein bisschen über den Rücken rollen. Vielleicht einmal die Stirn zu den Knie ziehen, das erste Mal gerade in die andere Richtung, nach der Backbend, wieder die Wirbelsäule bewegen. Und dann könnt ihr von hier den linken Fuß abstellen
Und das rechte Bein nach oben ausstrecken. Völlig in Ahnung, wenn das Bein beugt ist. Man will einfach eine feine Dehnung auf der Rückseite spüren. Und dann hebt das Bein, wo auch immer dass das ist, beim Oberschenkel, bei der Bade, vielleicht sogar beim Fuß. Links Bein kann so aufgestellt bleiben. Ihr könnt es aber auch nach vorne ausstrecken. Das macht es natürlich intensiver, wenn ich das jetzt viel Druck im unteren Rücken gebe, dann das wieder aufstellen. Und dann könnt ihr das Bein einfach langsam näher zu euch ziehen, bis ihr eine angemessene Dehnung auf der Rückseite habt. Sind der Unterbauch nach innen. Können entweder so bleiben oder mit der Ausatmung die Stirn anheben und die Stirn richtig schön beibringen. Und da darf natürlich ein grosser Abstand dazwischen sein, machen euch keine Sorgen. Aber dass wir hier nochmal das Zentrum ein bisschen kräftigen. Ja, hier schnaufen wir. Gut, ausschnaufen, lösen, zurück auf den Rücken stellen, dann beide Füße wieder auf. Und jetzt nehmen wir das linke Bein nach oben, greifen die Rückseite. Das ist vielleicht, wenn wir ganz anders, oft sind die beiden Seiten unterschiedlich. Wir haben immer ein bewegliches Bein und ein weniger bewegliches. Wählen aber den rechten Fuß aufgestellt, lassen sie nach vorne ausstrecken, ziehen den unteren Bauch nach innen und nehmen das Bein ein bisschen näher zu euch, bis ihr so auf der Rückseite eine Dehnung habt. Und wer will, kann also mit der nächsten Ausatmung die Stirn anheben und die Stirn richtig schön beibringen. Und spielt jetzt wirklich nicht keine Rolle, wie das aussieht. Die Stirn muss absolut nicht das Stehen vibrieren. Da darf ein grosser Abstand dazwischen sein. Und es geht darum, was ihr fühlt. Dehnung an der Rückseite und Kräftigung von eurem Bauch. Gut, ausschnaufen, lösen. Stellen dann beide Füße nochmal auf und den Bein ein bisschen ausschütteln. Jetzt nehmen die Knie zu der Brust, den Arm auf die Schulter hoch und dann legen beide Knie nach rechts ab. Für einen Twist diesmal so, wie wir am Anfang für die Stunde noch nicht machen können. Ganz passiv. Schnaufen ein, nehmen die Knie mit, rollen auf den Rücken, ausschnaufen über, nach links, Blick geht jetzt nach rechts. Einschnaufen, rollen wieder zurück auf den Rücken. Und dann mit der Ausatmung legt euch ins Shavasana. Nehmt die Füße ein bisschen breiter als Hüftbreit, dann am Körper entlang. Dreht die Handfläche zu der Decke auf. Nehmt dann hier nochmal eine tiefe Einatmung durch die Nase. Dann die Lunge füllen und dann halten. Stauen, stauen, stauen. Mund öffnen. Und löse durchs Mund. Und gerade noch ein. Einschnaufen durch die Nase. Heben. Stauen. Mund auf. Löse durchs Mund. Und jetzt das ganze Gewicht vom Körper in die Matte abgeben. Zu einer natürlichen Atmung zurückkehren. Shavasana. Könnt dann ganz langsam Haare atmen, wieder zu vertiefen.
Bringt eure Achtsamkeit zurück in den Körper und auch kleine Bewegungen im Körper. Macht dann die Fingerspitzen, die Zehenspitzen bewegen und dann übergehen zu kreisenden Bewegungen aus der Hand und Sprunglen. Und wir können euch auch ausstrecken, räkeln, gähnen, seufzen. Alles, was sich gerade gut anfühlen könnt. Und dann rollt von hier über eine Seite. Wir können euch mit den Armen unterstützen und kommen noch einmal zurück in eine sitzende Position auf einem Block oder auf einer Küsse, damit wir die Stunde zusammen beenden können. Das kann ein Schneidersitz sein, es muss aber nicht, ihr könntet auch knüllen zum Beispiel. Legt die Hände auf den Oberschenkel ab, mit den Handflächen nach oben geöffnet, wer gerne die Gyan-Mudra macht, bringt Daumen und Zeigefinger zusammen und dann schliessen dort die Augen und ein letztes Mal und spüren die Nuche. Wir haben viel um die Wirbelsäule herum rotiert, viel twisten. Und vielleicht spüren ihr das. Und auch viel um die Hüfte herum geschafft, viel geöffnet. Und ich spüre ihr auch das, jetzt in einer sitzenden Position. Und sind aber auch die Atmung mit ihnen, die Beobachtungen. Eure Gedanken. Oft tut sich auch im Geist etwas verändern nach der Yoga-Praxis. Und Gefühl. Bringen dann von hier aus die Hände vor das Herz in das Anjali Mudra mit einem kleinen Abstand zwischen den Händen. Schnaufen hier ein. Ausschnaufen für die Hände langsam zueinander, bis der Raum zwischen den Händen verschwindet und die Handflächen aufeinander liegen. Einschnaufen, nehmen die Hände langsam wieder auseinander und spüren die Wärme und die Energie, die zwischen den Händen bleibt. Ausschnaufen wieder zueinander. Und diesmal, wenn sie aufeinander liegen, nehmen wir die Hände zu der Stirn, schnuffen die, heben die Brust alle in den Druck. Ausschnuffen, verneigen euch vor euch selber, vor eurer Yoga-Praxis.